Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier sehr dabei zu sein und ich freue mich noch viel mehr, dass wir heute über die Pflanze sprechen. Ich werde ein paar kleine Einblicke geben in unsere Arbeit, wie wir planen und gestalten mit Pflanzen bei Krebs und Herde, Landschaftsarchitekten in unserem Pflanzplanungswerkstatt-Atelier. Zum Einstieg, die Arbeit am Modell ist uns ein großes Anliegen und ein großes Vergnügen. Es ist eigentlich eine riesige Spielwiese für uns, um verschiedene Konstellationen, Räume, Geselligkeiten und Dominanzen durchzuspielen und auszuprobieren. Hier ein beispielhafter Ablauf von so einem Projekt. Das ist eine Innenhofbepflanzung in Zürich, die gerade am Entstehen ist. Wir steigen also ein mit einem realistischen Arbeitsmodell, um die räumlichen Grundkonstellationen zu prüfen, gehen dann in die zweite Dimension, in dieses Scheibchenspiel und müssen uns quasi diese Baumkronen wieder dazu vorstellen und können aber wunderbar dynamisch und haptisch dann diese Grundräume verfeinern und die Konstellationen prüfen und spielen mit dieser Nähe und Distanz. Der nächste Schritt ist dann die Artenzuweisung. Dort geht es dann eben um die Geselligkeiten, Dominanzen, wieder in der dritten Dimension in diesen Steckmodellen. Das kann dann wie unten rechts in einer Mengenrezeptur, diese kann als Basis dienen oder es ist ein loses Artenspektrum. Ja, was ist überhaupt diese Dominanz? Fündig werden wir in der Pflanzensoziologie, in diesem wunderbaren Werk der Flora Indicativa zum Beispiel. Dort sind die Pflanzen eingeteilt von solitär vereinzelt über Kolonien bis zu flächig dominierend. Sehr ein spannendes Werk, lohnt sich da reinzuschauen. Am Anfang sieht es aus wie ein Telefonbuch für Pflanzennamen. Je weiter man einsteigt, desto mehr entdeckt man als wertvolle Grundlagen der Ökologie, eben die wir gebrauchen können für die Gestaltung. Hier also die Dominanz beschrieben, bei den Stauden ist die Geselligkeit beschrieben, es sind sehr ähnliche Einteilungen, die beiden wiederum abhängig von der Dichte und grob gestalterisch könnten wir von einer Makrodominanz und einer Mikrodominanz sprechen. Und diese Parameter sind natürlich auch stark beeinflusst durch die Samenmorphologie, durch die Verbreitung der Samen über Wind, Wasser, Tiere und auch die Verbreitung der Pflanzen über Ausläufer. Ja, und dann macht es einfach riesig Spaß, damit zu spielen, zu regeln, zu mischen und mit diesen Parametern dann Pflanzengesellschaften zusammenzustellen. Und sozusagen ist es dann nicht ein Malen nach Zahlen, sondern ein Gestalten mit Zeigerwerten. Wir schauen zwei ganz konkrete Beispiele an. Die Jasmin hat es schon genannt, das sind wieder diese Tessiner Freunde, Bäume mit viel Potenzial. Es ist die Pflaumeiche als sehr, sehr gesellige, dominierende Baumart über weite Bereiche in links. Wir sehen das Projektbeispiel mit den hellgrünen Punkten und rechts das Gegenbeispiel der Zügelbaum, eine sehr, sehr solitäre Art, ein absoluter Einzelgänger und das in den beiden Naturbeispielen, diese Geselligkeit ist absolut spürbar. Dann finden wir es auch spannend, von Zeit zu Zeit einfach mal den Maßstab zu wechseln und dann kann eben so eine Pilzkolonie auch mal eine Inspiration sein für eine Baum-, Strauch- oder Staudenkolonie. Jetzt möchte ich tiefer eingehen in das Arbeitsmodell und das am Beispiel des SRF Mediengartens, der vor 2 Jahren realisiert wurde. Es ist eine intensive Bepflanzung auf einer Tiefgarage, ein perforierter Asphaltboden, aus diesem üppige Vegetationsintarsien herausquellen. Auch hier das Arbeitsmodell enorm wichtig für uns. Es ist wie eigentlich ein Klavier, an dem wir die Orchesterpartitur durchkomponieren. Rechts sehen wir also das Klavier und links den Konzertsaal mit dem Orchester in ganzer Besetzung, welches die Symphonie spielt und die Symphonie auf dem Höhepunkt. Tauchen wir ein in diese Teilräume. Es sind farblich unterschiedliche Teilräume entstanden. Es sind Räume entstanden, die durch die Textur dominiert sind und andere dann sehr fruchtig.
Ja, so ein gelb bis zitronengelber Raum und auf der Gegenseite ein Raum mit eher wärmeren Blütenfarben. Schön sichtbar auch diese intimen Gartennischen und die Rückzugsräume, die entstanden sind durch die Bepflanzung. Dieser Bereich mit wenig Blüten, stark dominiert durch diese Texturen und Formen, eigentlich über die Vegetationsperiode eine ruhige, konstante Bepflanzung, auch mit einigen Immergrünen. Ja, es ist ein Garten der Koexistenz auch entstanden für verschiedene Tierarten inklusive Mensch. Es ist ein wilder Cocktail aus Ziersorten, aber auch aus vielen heimischen Pflanzen, aus Fruchtgehölzen und so weiter. Dieses Dschungelartige wäre stets ein wichtiges Leitbild für uns. Wir sehen das hier in der verdichteten, üppigen Bepflanzung, die sich dann wiederum auch aufweitet in Lichtungen mit Aufenthalt. Ja, und in diesem Bild sieht man eigentlich diese positive Wucht der Bepflanzung, diese krasse Energie und auch der sehr, sehr menschliche Maßstab und die sehr weichen Vegetationsräume, die entstanden sind in diesem sehr, sehr harten industriellen Kontext. Ja, mit diesem starken Bild, wenn wir in der Musikrhetorik bleiben, dann ist das sicher ein Forte Fortissimo, leite ich über in das nächste Thema. Und es verwandelt sich in ein Mezzopiano. Also es ist beeindruckend, wie stark sich die Wirkung verändert, wenn man den Schwarz-Weiß-Filter darüber legt. Und man hat plötzlich diese Ruhe und den Fokus, sich rein den Formen und Strukturen zu widmen und sieht plötzlich dieses Konglomerat aus Schwertblättern, aus Blütenwolken, aus Rundblättrigen und so weiter. Und ich gebe es zu, es schmerzt auch, all die wunderbaren Farben auszuschalten, aber es ist einfach eine spannende Übung, sich dem zu widmen. Und wir kennen das auch aus der Grafik, ist es eine bewährte Methodik, erst die Formen und Strukturen zu sichern und sich nachher den Farben zu widmen. Und grundsätzlich sollte auch jede Pflanzung eigentlich auch in Schwarz-Weiß spannend sein. In der Vertikalbegrünung ist es ein ganz wichtiges Thema, weil die Pflanzen wie aufgestellt sind vor dieser Leinwand, wie in einem Pflanzengemälde. Wenn wir hereinzoomen, dann sehen wir, es ist ein Gewebe aus verschiedenen Rebengewächsen mit der Scheinrebe, Jungfernrebe, Scharlachrebe. Ja, es ist ein richtiges Familientreffen der Rebengewächse, nur der Baumwürger, der sich da noch eingeschlichen hat. In diesem Bild sehen wir eine große Vielfalt, auch mit den verschiedensten Blütenformen. Und diese Vielfalt wird wieder gebrochen durch den Gräserdrift, der eigentlich auch diese Ruhe schafft und die Rhythmisierung und auch als eine Art Leinwand fungieren kann für Blütenstrukturen. Dies ist eine Pflanzung, die sehr stark mit Licht und Schatten spielt und sehr reduziert ist, diese Schwertblätter, die aus den Blütenwolken hervortreten und die alles umspannenden Fiederschirme, die darüber thronen. Dann Pflanzengesellschaften am Naturstandort ist natürlich genauso spannend zu analysieren. Hier in der Mitte sehen wir eine verwilderte Feige, dann haben wir eine rundblättrige Erle und im Hintergrund dann den gefiederten Königsfarn. Auch das ein Bild aus Korsika, aus der Natur. Und ich denke, was uns stark fasziniert an diesen Naturbildern, ist diese Reduktion auf zwei, drei verschiedene Arten, die das Bild dominieren. Und das ist uns auch immer wieder Vorbild für unsere Bepflanzungen. Dies ist ein Bild mit einer Auflösung von diesen Blütenstrukturen der Wolke über die Schirme über diese Dolden bis zu Quirlständigen. Und mit diesem Bild aus dem eigenen Experimentiergarten komme ich zum letzten Thema und das ist das Experimentieren in Bepflanzungen. Dort ist es uns einfach extrem wichtig, dass wir immer diesen Experimentierfaktor drin haben, wenn irgend möglich, um einzelne wenige Pflanzen einzustreuen, die wir noch nicht genau
kennen, zu denen man nicht so viele Infos findet. Diese Pflanzen wollen wir einfach ausprobieren und weiterkommen, dazulernen. Und eben, wir haben es gehört, in Zeiten der Klimaveränderungen einfach unser Repertoire erweitern, um diesen Versuch der Antizipation zu unternehmen. Ich greife zwei Pflanzen heraus. Das eine ist der Ananasginster mit diesen spektakulären Blütenständen. Das zweite ist der Ätnaginster. Beide Pflanzen eigentlich eher an der Winterhärtegrenze. Es sehen bis jetzt wirklich gut aus. Der Ätnaginster ist noch etwas klein heute und morgen hoffentlich dann so wie am Naturstandort. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Herr Krieger, für diese spannenden Ansichten. Mich interessiert jetzt, wie nahe ist eigentlich, sind die Pflanzungen dann an ihren Modellen, wenn ich da wieder zurückgreife. Wir sehen, wenn da verschiedene Arten miteinander oder aufeinander losgelassen werden, wenn sie sich gegenseitig unterstützen. Wir haben von all dem gehört. Wie entwickelt sich das über die Jahre, nach einem Jahr, nach 3 Jahren, nach 5 Jahren? Entwickelt sich das, was Sie erwarten, oder entsteht da etwas ganz Neues? Also wir lernen natürlich mit jedem Projekt dazu, das ist völlig klar. Und jetzt am Beispiel des SRF ist es sicher so, dass der Start sehr blumig war. Wir haben einen hohen Gehölzanteil, das heißt, die Blumen werden zurückgehen und es wird immer mehr in eine Richtung gehen von trockenem Schatten, also ruhige Stauden, die mehr durch Grün als durch Farbe dann überzeugen. Es ist noch eine Frage gekommen, wie sieht der Pflegeplan aus? Der Pflegeplan, ja, das würde jetzt zu weit führen, aber es gibt unterschiedliche Pflegestadien. Also es gibt sogar auch Gehölze darin, die normalerweise baumförmig wachsen würden, die wir dann immer auf den Boden zurückschneiden und die dann eine enorme Blattmasse und eine enorme Power bringen. Und sonst haben wir natürlich schon geschaut, dass die Pflanzen soziologisch miteinander klarkommen und dass der Pflegeaufwand reduziert ist. Und eine automatische Bewässerung gibt es nicht.